Moin. Moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Kurz vor eins am heutigen Samstag. Ja, Berlin-Wittenberg, KBS 250. Wir haben eigentlich fast alles durch. Es sind zwar nicht überall die Haken. Das kann sein, weil das Szenario kaputt ist oder so. Und jetzt haben wir nur noch hier den Nachtzug. Den letzten Intercity des Tages von Berlin nach Wittenberg. 22:30 Uhr, stürmisch, Sommer. Ja, Hobeln in Großbären und Container für Berlin. Die lasse ich beide aus, die habe ich schon beide angeguckt. Die finde ich mega schwer. Ihr seht's ja auch. Und fast nicht machbar für mich. Und ja, springen wir mal rein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Und ja. Das wird auch letztes Video von Berlin-Wittenberg sein. Dann sind wir damit auch schon durch. Nach Dresden, Riesa. Und ja, ich fand die Szenarios richtig gut. Haben Spaß gemacht. So. Guten Abend, Kollege. VMAX für diesen Zug ist 160. Bitte LA für Baustellen Birkenrode und Zörnigall beachten. Gleiswechsel in Zahna. Fahrgäste sind schon drin. Los geht's. Wunderbar. Wenn die Fahrgäste schon drin sind. Licht an. Und Abfahrt. Mit 50. Wir haben zwei Baustellen zwischendurch. Okay. In Zahna werden wir nach rechts rausgeführt. Habe ich auch zur Kenntnis genommen. Sound der Lok immer so laut stehen hab, soll ja realitätsnah sein, weil die Triebwagen sind, ich glaube, in echt auch immer sehr laut. So, jetzt geht's hier einmal rüber. Mal gucken, ob wir in Berlin-Südkreuz in der letzten Folge immer noch fliegende Autos haben. Da haben wir natürlich krasse Gleiswechsel. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich heute unsere Scheibenwischer gebrauchen, wenn wir aus dem Tunnel aus Berlin rausfahren. Grünes Signal, das ist doch schön. So.
Ankündigung 120. Für die Ausfahrt aus Berlin-Südkreuz. Einmal kurz Kontrolle gemacht, ob die Beleuchtung auch richtig an ist. Gespannt, was uns entgegenkommt. Es ist ja Nacht, also müssen uns auch viele Güterzüge entgegenkommen. Meine Ansicht. Oder auch die letzten Intercities aus Richtung Wittenberg. Jetzt geht es auf jeden Fall hier rein in Berlin-Südkreuz. Auf jeden Fall bis vorne durchfahren. Deswegen fahren wir jetzt auch nur mit 20 hier durch. Hier hinten ist schon das Signal. Kilometer. Ah, wir haben wieder unsere fliegenden Autos. So. Türen auf. Immer warten, bis hier die Uhr durchgelaufen ist. Fahren Sie über SLA 40. Okay. Erstmal Ausfahrt mit 120. War ja auch schon angekündigt. Hier ist 120, dann kommt gleich 140 und dann die 200. Wir dürfen aber nur 160 fahren. Post. Erlebt. Hier steht zwar jetzt 200, aber nach dieser Kurve ist dann 140.
sind leider nicht LZB geführt. Deswegen dürfen wir nur 160 fahren. Das müsste eigentlich dann durchfahren mit 40 sein.
sind angekündigt. Okay, wenn 80 angekündigt sind, dann kann ich auch die 80 fahren. Ankündigung 60 gesehen. Wenn ihr wisst, warum das rausgesprungen ist, die Hauptleitung, schreibt es mir in die Kommentare. Wie gesagt, 60, weil wir jetzt wieder aufs Hauptgleis fahren.
10 Kilometer. Ich weiß, dass es ein sehr kurzer Bahnhof ist.
mich ja nicht durchrauschen möchte. So, hier geht's rüber. Auf. Ausfahrt mit 60. So, mal eben ein bisschen Sand gestreut, wir hatten Radschlupf. Das heißt, die Räder drehen durch.
später noch. Räumen wir mal hier durch, bis nach vorne. Auf. Da ist das Signal. Oder warten wir mal, bis wir rausfahren können. Ich dachte, wir haben jetzt noch zwei Aufgaben. Zahnergleis 1 West. Dann LA 40 CGL. Und dann Fahrgäste in Lutherstadt Wittenberg abholen. So, Türen sind zu. So, Radschlupf. Ihr habt es gesehen, ich darf nicht über 70%. Deswegen bleibe ich jetzt eben auf den 50%. Langsamfahrstellen. Mal schauen, was da abgeht.
auf 60% gegangen. Ich denke mal, das passt ganz gut. Schauen wir mal, ob wir auf die 160 noch kommen. Ich denke schon.
dass wir halten müssen. In Zana. Kilometer. Gelb und weißer Punkt für Rangierfahrten. Genehmigung zum Überfahren des halbzeigenden Signals erteilt. Ich hätte jetzt auch drüber fahren können, weil weiß blinkend. Aber sonst hätten wir die Aufgabe nicht geschafft ordentlich. So, jetzt ist hier nämlich der Haken. Eben den Sandstreuer benutzt. Wunderbar, da ist auf jeden Fall ein Haken dran.
Jetzt geht's hier einmal rechts rüber, links rüber meine ich natürlich. Aufs Nebengleis. Jetzt wollen wir mal hier ganz langsam mit 40 drüber rollen. Hier wird gleich 40 kommen. Also hier vorne ab dem Bereich. Verstehen. LA 40. Ich bin auf 40 gefahren. Okay. Gut. Das heißt, am Ende wieder stehen. Sie haben das Szenario wieder nicht vernünftig abgeschlossen.
Ich bin mit 40 gefahren. Vielleicht die Profis unter euch. Das habe ich falsch gemacht. So langsam ab. Sind die auch gleich da. Einfach mit 40, okay. Kam ein bisschen spät, aber okay. Aber ich habe es ja nur rechtzeitig vor der Weiche geschafft hier. So, meine Freunde von Robin TV. Jetzt rüsten wir den Zug mal ab. Scheibenwischer aus. Licht aus. Stromabnehmer runter. Und Türen auf. Ja, das waren alle Strecken, die ich fahren wollte von Berlin-Wittenberg. Entschuldigt mich, wenn die beiden Güteraufträge nicht mehr kommen. Aber so ist es nun mal. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wir waren jetzt, hier oben wird auf jeden Fall gleich stehen, Szenario nicht vollständig abgeschlossen. Aber so ist es nun mal. Und damit, ciao mit V, Robin. Tschüss.